So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing. Ja, es gab irgendwie ein paar Tage keine Folgen mehr. Ich habe die Tage und Morgen der auch immer aufgenommen, aber ich kann es eigentlich für euch in zwei Sätzen zusammenfassen oder keine Ahnung wie viel. Oder in zwei Sachen, in zwei Punkten. Erstens, Melinda hat jeden Tag gesagt, es gibt nichts Neues. Zweitens, wir haben jeden Tag von Sina ein Rezept bekommen und ich habe Kleidung gekauft. Das war alles, was ich an den Tagen gemacht habe. Ich habe mir jetzt gerade hier hingesetzt und die Bäume abgepflanzt. Und dann dachte ich mir, das können wir doch auch in der Folge machen. Ich glaube, ich muss Urlaub machen ein bisschen. Ich habe echt keinen Bock aufzunehmen momentan. Und das ist nicht so geilo. Dann dachte ich trotzdem, ich will das hier aufnehmen. Und deswegen haben wir jetzt wieder eine Folge. Haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun. Ich habe auch ein bisschen Möbel und so bestellt. Ich habe auch hier alle Wegedinger gekauft und so. Aber eigentlich warte ich nur noch aufs Laden-Upgrade und dann... Keine Ahnung, vielleicht ist das Projekt dann erstmal pausiert. Weil... ich weiß nicht. Eigentlich würde ich schon meine Insel gerne noch irgendwie fertig machen. Oder 5 Sterne machen. Ja, vielleicht setze ich mich da noch dran. Wir sind ja fast fertig. Warum sollte ich denn jetzt aufhören? Aber ja. Oder wollen wir noch reden? Soll ich vorspulen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe. Die Designs von Sina sind ganz cool. Den Strand muss ich noch fertig bauen. Da oben links muss ich mir noch irgendwas überlegen, überhaupt, was ich hinbaue. Hier kommt jetzt eine riesige Obstplantage hin, wo die Bäume so, wie bei Manu eigentlich, so richtig effizient nebeneinander stehen. Nicht hübsch. Oder vielleicht finde ich eine Mischung aus beiden. Irgendwie sowas mit Holzzäunen und Bäumen gemischt. Und wegen. Muss mal gucken. Irgendwie sowas wäre auf jeden Fall cool. Aber, ich will die Ebene hier weg haben, weil ich dann die Leiter nicht mehr benutzen muss. Und es ganz cool ist. Obwohl ich eigentlich gerne noch einen Fluss auf der dritten Ebene hätte. Braucht man einen Fluss auf der dritten Ebene für irgendwelche Fische? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Könnte sein, kann auch nicht sein. Was weiß ich. Fische muss ich auch, glaube ich, noch ein paar fangen in dem Monat. Aber das hat ja eigentlich auch noch ein bisschen Zeit. Und das ist halt echt das langweiligste von den Videos, ja, irgendwelche Fische zu farmen. Weil man eigentlich nur auf Köder angewiesen ist. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, dass ich einfach auf Köder schreibe, hey, schick mir mal ein paar Köder vorbei, weil ich das Craften von den Ködern über alles hasse. Es gibt ja Leute, die sind da richtig extrem drin und benutzen die für alles. Ich habe einfach nie Köder genutzt, 20 oder 30 maximal bisher. Und andere haben da irgendwie schon 300 Millionen Muscheln ausgegraben. Nee, nicht so mein Ding. Na gut, wir graben hier den Rest ab und dann sehen wir uns wieder. Okay, dann haben wir die Ebene weg. Dann würde ich gerne hier... Keine Ahnung, warum ist die Ecke hier rund? Kann ich das irgendwie gerader machen? Ich weiß es halt nicht, wie genau ich hier mit dem Tool arbeiten kann. Hier wird es wahrscheinlich sehr... begrenzt sein? Oh, okay. Das hat schon mal besser gemacht. Dann müsste ich das Stück hier abtragen. Könnte ich eigentlich machen. Und mache ich die Ecke da oben schon noch rund? So ist es nicht. Also, so... Genau. Aber ich will es halt möglichst, ja, gerade haben alles, damit ich auch eine gleichmäßige Plantage bauen kann, wo alle Bäume gleichberechtigt sind. Und dafür muss der Schmarrn hier weg. Können wir hier vielleicht irgendwo nochmal einen Aufgang hinbauen? Obwohl, wir haben ja hier einen. Also, eher ein bisschen Overkill. Ach, der Map ist jetzt echt schön leer hier oben. So, dann räume ich noch ein bisschen Kleinscheiß hier weg, der in der Nähe ist. Und Flo auf Ottokar. Hast du echt mal gerade einen Freund vom Flo weggemacht? Oh, das war es. Also was mich so hochgejuckt hat. Vielleicht sollte ich mal mein Bett genauer deine Lupe geben. Vielen Dank, Zombie. Ich habe übrigens bei Ottokar gesehen, dass wenn man diese Panikgeste neben ihn macht, dass er unglaublich süß einen anguckt. So, oh nein. Aber hey, ich habe Holzzäune gemacht. Standardholzzäune. Die Bäume muss ich auch noch ausgraben. Und jetzt können wir mit Schaufel Bereiche abstecken. Ich würde gerne was Gleichmäßiges haben. Also erstmal ein, zwei Abstand von oben und erst nicht zwei Abstand. So, genau, auf der Höhe würde ich anfangen. Schaufel geht ja nicht kaputt beim Planen. Und dann zwei Felder Abstand dazwischen. Genau. Das ist perfekt für Bäume. So, und ich hätte gerne solche 9 Bäume von jeder Art. Klingt das gut? Klingt vom Platz her gerade so machbar. Ja, der Orangenbaum ist schon ein bisschen im Weg, aber wir arbeiten ja dran.
Obwohl ich die wegmachen müsste, um zu gucken, ob es... Na, nach unten passt es auf jeden Fall. Naja. Dann kriegen wir nochmal 3 hin. Genau. So hätte ich dann gerne meine Bäume. Ich glaube, die Zäune mache ich erst hin, wenn alle Bäume gewachsen sind. Weil ich habe gar nicht so viele Bäume, wie ich pflanzen möchte. Also außer... eigentlich nur Kirschbäume sind zu wenig. Da hätte ich gerne 9 Stück und ich habe, glaube ich, nur 7 oder so. Ja, genau. Da muss ich 2 Bäume ja jetzt pflanzen. Aber ist hier machbar. Hab ja alles dafür dabei. Zack. Und zack. Genau, und wenn die gewachsen sind, kann man ja auch einen Zaun außen rumziehen und es wächst dann trotzdem das Zeug. Und dann können wir hier so am Rand einen Zaun lang machen. Um die Bäume. Und dazwischen dann jetzt hier so ein Weg. Und dann auf die linke Seite nochmal so ein Feld. Ja, sollte passen. Können ja das Wegtool, die Wege können wir eigentlich schon mal hinschmieren. Dann will ich die Schwarzerde haben. Da, so ein 2 Kästchen breiten Weg. Und ich fände es, glaube ich, schön, wenn ich den Weg dann so auch setze, dass der zwischen den Bäumen rumgeht oder so. Ja, das hier soll einfach zu der Straße runterführen dann. Ja, wird ja hinkommen. Können auch nochmal gucken, wie es mit dem Zaun ist. Hätte ich halt gerne dann hier so am Rand. Genau. Dann würde ich irgendwie gerne hier so... Genau, einfach so einen Eingang haben, dass man dazwischen dann rein kann. Und ansonsten das komplett so zubauen. Vielleicht noch oben offen lassen, dass man außen rum kann oder so. Genau. Sieht doch dann schön aus. Jetzt muss ich nur die richtige Stelle für den Baum finden. Die hier, ne? Ja, ich glaube schon. So? Ja. Genau. Und da kommen jetzt die Pfirsichbäume rein. Und dann hole ich vielleicht noch die Apfelbäume hoch, dass ich alle 4 Sorten habe. Hier oben. Sonst habe ich sie immer gerne so ja versetzt gepflanzt. Ich muss mal gucken, ob es nicht zu hässlich ist, wenn die so gezielt als Baumplantage sind. Aber wenn das Ziel eine Baumplantage ist, dann kann ja gar nicht falsch sein, ne? Ist ja perfekt. Oh, den Zaun kann ich auch perfekt im Abstand hinstellen. Ist gut. Kann ich das hier abtrennen. Bambus weiß ich auch noch überhaupt nicht, wo ich anbauen will. Muss ich mir echt noch viel überlegen. Ja, und dann muss ich mir, stelle ich mir hier noch so ein paar Bänke und sowas hin. Irgendwelche Möbel muss ich auf jeden Fall noch hinbauen, weil ich muss ja die ganze Insel mit Möbeln bebaut haben und Zäunen und so. Also Zäune haben wir ja da jetzt, das ist ja gut. Den Rest muss ich noch gucken. Ja, dann muss ich jetzt die Orangenbäume wegjieten, weil die irgendwie noch alles blockieren. Dankeschön. 5000 Sternis, Alter, in den Geldbeutel. Upsi, da ist ein bisschen Zeit vergangen, aber jetzt mache ich weiter. Ich höre aber auch einen Luftballon. Würde ich echt gerne abschießen. Ah, genau über mir. Ist ja praktisch. Haben wir nicht mit dem Luftballon sogar aufgehört? Doppelluftballon. Was ein schöner Tag. Was ist denn da drin? Eine rote Ecke. Das ist dieser Wrestling-Schlafbereich. Genau, kann man drin pennen. Das ist ein Bett. Okay. Na gut, jetzt reiße ich mal kurz die Bäume hier raus. Wir haben ein paar Aufgaben erledigt. Marke Eigenbau. Zack, 200 Gegenstände schon hergestellt. Sehr schön. Und 2 Dailies. Irgendwas umgestalten. Und 40.000 Punkte. Oh, bald, 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 bald. Ja, wenn ich die Äpfel unten lasse, brauche ich ja eh eigentlich nur noch die Orangen hier. Dann mache ich die Orangen das komplette untere Stück lang. Hier so. Aber dünner. Und der, hier ein Loch auch dazwischen, dass der Weg durch kann. Gibt es so einen Holzbogen? Ich würde hier gerne so einen Holzbogen hinstellen. Kann ich den Weg hier weiterbauen? Ah ja. Jo, mache ich das auch bis hier runter gerade. Muss ich den Apfelbaum halt im Notfall nochmal ein bisschen umstellen. Das kriegen wir schon hin. Ich sollte hier erstmal innen zumachen, bevor ich hier mich noch verbaue. So, genau. Haben wir hier schon so eine schöne breite gerade Fläche. Okay, dann stellen wir erstmal die Zäune auf. Ich würde sagen, hier davor können wir so eine Reihe Blumen pflanzen. Außer hier. Genau. Solange es kein richtiges Tor gibt, dann mache ich halt einfach mit den Zäunen da so Endstücke rein. Mache ich auch erstmal zu.
Und dann gucke ich mal, wie ich das mit den Orangenbäumen mache. Und wo ich die anderen Bäume abgrenze. So und so. Dann holen wir uns das Geschenk erstmal kurz. Zack. Peng, peng. Wo ist es? Da ist es. Hab's gefangen. Ein Deiner-Neon-Schild. Okay. Dann schmieren wir uns den Schwarz-Erde-Weg. Bisschen schade, dass die sich immer nicht verbinden können, die Wege. Ich mache hier gerade nochmal ganz zu. So. Jetzt sagen wir, dass wir zwischen den Bäumen hier durchgehen. Genau, so. Zack. Und zack. Ich würde sagen, sogar doch bei den Bäumen gar keine Wege. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich den Zaun hier eins weiter hinter anfange? Ah, genauso wie gewollt. Perfekt. Ja, genau. Und dann endet er hier auch so. Ich könnte theoretisch den Weg auch da durchverlaufen lassen. Wenn der Weg hier gerade durchläuft, endet er genau hier, dass man wieder auf den Weg gehen kann. Ja, warum nicht? Hier wäre es allerdings unnötig, auf der Seite. Ja, guck mal, wie es aussieht. Ja, doch, ist doch ganz süß. Genau, das hier ist der Bereich für die Orangenbäume. Wie viele Bäume kriege ich da jetzt hin in dem Bereich? Also ich kann die ja auch wirklich an den Zaun stellen. Mache ich so oder mache ich die noch eins tiefer? Nee, ich mache so, weil so kann ich die noch ernten. Geht das genau auf? Oh, das geht genau auf. Ja, 5 Stück. Guck mal, ein Orangenbaum mehr am Ende, aber damit kann ich arbeiten. Genau. So, und dann kommen die hier rein. Bam. Jawohl. Ja, ist doch süß. Ist es süß? Ich find's süß. Aber irgendwas habe ich falsch gemacht, oder? Oh, nee. Ah, die müssen alle eins nach hinten. Die beiden. Okay. Ja, ist ja machbar. So? Ja, genau. Jetzt kann ich da den Zaun hier auch langziehen. Ich mache den einfach genau gleich wie auf der anderen Seite, weil sonst ist es komisch. Auch wenn es jetzt mit der Klippe gerade nicht so gefällt. Aber hoffen wir einfach mal, dass es dann trotzdem noch cool wird. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier mit der Ecke ist. Sonst kann ich ja theoretisch das alles noch eins breiter machen. Ja, ich mache alles eins breiter, warum nicht? Einzige, was dagegen spricht, ist der Baum. Okay. Ah, hier wird es problematisch wegen der Ecke dann. Will ich das dann? Ich muss auf jeden Fall erstmal hier kurz 2 Klippen dran machen. Damit ich von unten den Zaun aufstellen kann. Dann sieht er nicht so aus, wie ich will. So, genau. Und jetzt muss ich da einmal komplett außen rumlaufen. Zack, 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 zack. Wenn ich jetzt hier von oben den Zaun platziere, dann sollte es genau das werden. So, hier warte ich noch mit dem Zaun wegen dem Baum. Aber hier oben kann der weitergelegt werden. Ja, ist doof, dass man auf die Ecken nichts platzieren muss. Dann muss ich die echt eckig machen. So, und jetzt kann ich die Stücke hier wieder abtragen. Und der Zaun steht da richtig. Genau. Und das hier muss ich auch noch eckig machen. Jetzt sollte hier der Zaun schön in die Ecke gehen und niemand muss weinen. Jawohl. Ich muss nur gleich weinen, weil ich noch mehr Zäune craften muss. Weil die wahrscheinlich leer gehen, bevor ich fertig bin. 16 Stück habe ich noch. Ich sehe halt auch überhaupt nichts, aber hey, ich höre das Geräusch von Zäunen, also passiert ja irgendwas. So, und dann noch die Ecke da oben reinsetzen. Ja, was ich hier mitmache, weiß ich auch noch nicht mit der Mitte, ne? Auch noch so unentschlossen. Och, aber an sich ist es schon richtig cool. Sehr glücklich. Wie viele Zäune habe ich denn noch? 6 Stück. Ah, die werden genau nicht reichen. Sowas sieht man doch gerne, oder? Dafür guckt ihr die Videos. Damit die Zäune genau nicht aufgehen. Ach komm, sag mir jetzt nicht, jetzt fehlt einer. Oh. Wollte ich die Bäume nicht eigentlich auch noch hier so mittig ab? Ach nee, ist eigentlich ganz schön so. Ja, ganz cool so. Dann renne ich mal kurz zu Schlepp und Nepp. Genau, dann kaufen wir einfach irgendeine Blumensamenart. Und buddeln die ein. Was passt denn zu Obstbäumen? Nichts Weißes auf jeden Fall. Weiß wäre langweilig.
Gelb oder rot? Ich wäre für gelb. Gelb wirkt so nach Blühen. Schauen wir mal, was es heute für gelbe Blumen gibt. Hoffentlich coole. Ich kaufe ja eigentlich nie Blumen, aber heute muss sein. So, was haben wir denn? Gelb Cosmia, Gelb Hyazinthe, Triumph-Tulpe, Viridiflora-Tulpe. Woher weiß ich, was eine, welche Farbe die hat? Erstmal alle googeln. Viridiflora-Tulpen sind gelb. Und Triumph-Tulpen sind weiß. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die Gelb-Kosmeen. So, hab ein paar gekauft. 20 Stück. Und die werden jetzt hier schön lang gepflanzt. Manchmal finde ich es hässlich, wenn nur dieselbe Farbe von der Blume da ist. Also ich muss mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Aber der Grundgedanke zählt. Schau mal. Wenn es hässlich ist, dann muss ich mir halt irgendwie eine bunte Mischung aus Blumen zusammenbasteln und dann so irgendein zusammenkommendes Muster machen, das von links und rechts dieselbe Farbe anfängt und dann wechselt die immer abwechselnd oder so. Aber die gekauften Samen scheinen gerade so zu reichen. Das ist doch schon mal sehr schön. Hier so ein paar mehr gekaufte Möbel und so wären hier schön. Halt noch gerade sehr leer. Aber Möbelprobleme habe ich ja allgemein. Irgendwie so ein bisschen. Ich habe auch für den Pool schon wieder ein paar Sachen bestellt. Aber ich habe auch irgendwie gar keinen Platz beim Pool Sachen hinzustellen. Das ist auch gleichzeitig ein Problem. So, genau. Und dann blüht es hier schön gelb. Und dann ist hier so der Bereich. Muss jetzt nur noch ein bisschen Weg hinschmieren. Aber ich sagen, haben wir heute sogar was ganz Gutes erreicht. Dann kann man hier ins Meer springen. Keine Ahnung. Muss noch gucken, was man hier hin machen könnte. Irgendwas gibt's bestimmt. Aber einfach, damit es gleich ist, mache ich hier auch noch einen Weg rechts rein. Dann sieht es auf der Minimap schöner aus. Und es fühlt sich mehr abgetrennt an. So. Genau. Muss ich nur noch ein paar Zäune craften. Und dann haben wir es geschafft. So mittige Wege kann man hier nicht ziehen, ne? Das ist immer... Genau, die müsste man zwei breit machen. Nee, ich glaube, das passt schon so. Sonst könnte ich jetzt echt zwischen den Bäumen nochmal so Wege langziehen. Würde sich richtig anfühlen? Ich weiß es nicht. Sieht auf der Minimap auf jeden Fall jetzt komisch aus. Aber gleichzeitig sieht es auch aus, als wäre da was gebaut. So, ich habe noch einen Apfelbaum, ne? Ich hätte den ultra gerne hier. Darf er der da hin? Irgendwie darf der da bestimmt hin. Da ist doch ein perfekter Platz für einen Apfelbaum. Verdammt. Dumme Brücke. Und da ist auch nicht okay. Nö. Schade. Hätte gerne einen auf der Seite gehabt. Aber was soll's. Dann pflanze ich hier vorne ein. Zack. Hier darf es nämlich schön voll sein mit Bäumen. Jo. Der Apfelwald. Ja, cool. Habe ich mich um das Stück gekümmert. Den Teich hier? Würde ich gerne ein bisschen nach da verschieben. So. Ja, haben wir jetzt hier einen schönen großen Teich. Ist der cool oder ist der nicht cool? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bin kein Teichbauer. Und zum Abschluss möchte ich noch kurz, hier die Brücke offiziell damit verbinden. Weil ich das scheinbar nie getan habe. Da. Und da unten. Zack. Und noch irgendwie den Weg hier nach oben ziehen. Damit das Ding hier auch damit verbunden ist. Kann ich eigentlich das hier ein bisschen wegmachen, ne? Ja. Ach, apropos, ich wollte ja dann auch, wenn ich hier fertig bin, die Ecken rund machen, ne? Genau. Dass es mir so statisch ist. Oh Gott, nee, nee, nee. Nicht noch mehr Weg hin machen. Wegmachen. Genau. Ah, perfekt. Beautiful. I love it. So, dann kann ich die noch ausbuddeln. Und die kann dann hier an den Rand gestellt werden. Ob wir noch eine weiße finden, die gerade nicht da oben auf dem Berg ist. Ja, ist nämlich so schön auf beiden Seiten des Wasserfalls, diese weißen Blumen. Naja, da sind weiße. Kommen sie her. Perfekt. Haben wir das auch schöner gemacht. Genau. Hier oben haben wir dann noch eine komplette Fläche, mit der ich noch nichts vorhab. Das ist cool. Und den Wald hier können wir noch dekorieren. Hier kann eine Parkbank hin zum Beispiel. Hier hätte ich gerne so einen Campingplatz.
So, genau. Mit so einem kleinen Eingangsdingsy. Da würde ich gerne die eine Palme. Den einen Tannenbaum auch nochmal verschieben. Ein Feld nach oben nur. Perfekt. Dann kann ich den Weg nämlich hier zwei breit machen. Ohne mir Vorwürfe zu machen, dass es unsymmetrisch ist. So, genau. Das ist hier so der Campingplatz. Und da runde ich sogar die Ecken ab, würde ich sagen. Der erste Ort, wo ich es tue. Ich mag die runden Ecken nämlich eigentlich gar nicht. Falls ihr es gemerkt habt, sind nämlich nirgends auf der Insel. Aber hier schon. Hier ist verdient. So, und weiter hier werden alle Tannen gepflanzt, die ich finde. Vielleicht sogar noch ein paar mehr, damit es hier so richtig schön dicht ist. So, das ist der Platz für die Parkbank. Genau. Dann noch irgendwie so ein Mülleimer kommt hier irgendwie daneben die Parkbank hier so oder so. Vielleicht eine Laterne, noch ein paar. Die grünen Laternen habe ich ja. Ja, wird schon mit der Zeit. Wird schon. Ja gut, da brauche ich dann erstmal die ganzen Möbel. Jetzt haben wir uns um die obere Hälfte der Insel gekümmert heute. Ja. Würde ich sagen, war ein erfolgreicher Tag. Mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Weiterhin nur die große Jagd nach Möbeln. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich vielleicht wieder eine großartige Idee habe. Und wir weiter auf unserer Insel Verschönerungen vornehmen. Und irgendwann vielleicht mal 4 Sterne erreichen. Ich habe ja noch nicht mal 4. Ich plane einfach schon die 5. Auf nach Pink Island. Ich verkaufe meine Rüben eben. Ey, so eine Clowns-Fiesta schon wieder. Ich habe auf Twitter einfach nur kurz gefragt, so, hey, hat jemand einen nice Rübenpreis? Und es antworten die ganze Zeit Leute, ja, ich habe 600, 700. Okay, kannst du Beweisbild schenken? Und dann antworten sie nicht mehr. Als würden mich alle Leute nur anlügen wollen. Signal ist gestört. Das klingt hier schon mal gut. Ja, der Flug hat funktioniert. Sehr nice. Alter, wie schön die Insel. Pink Island. Ah gut, ich will die Folge nicht unnötig noch länger machen. Ich hänge sie nur hinten dran. Und die ist echt schön, die Insel. Pink Island ist eine gute Insel. So, da ist noch Laden. Ach, guck mal. Jemand, der nicht Zeit reist und einen ultra guten Preis hat? Was ist das denn für ein Weltwunder? Hallo? Erstmal fragen. Nicht, dass er jetzt einfach nur 10 ist oder sowas. Als wäre der Epic Prank. 622 Rüben. Okay. Ja, verkaufen wir hier. Nehme ich. Bitte alle Rüben einmal reinwerfen, wo auch immer die anderen die zwei Leute sind. Irgendwie sollten 2 Leute hier auf der Insel sein. Und ich finde einfach niemanden. So, wie viel bekomme ich dafür? 2,48 Millionen. Jupp. Nehme ich. Dankeschön. So. Da habe ich jetzt mein Rüben-Achievement endlich geschafft. Bin ich fertig mit dem Rüben-Game. Vielleicht kann sein, dass ich irgendwann nochmal Geld brauche, aber hey, muss mir ja nur so 400.000, 500.000 aufheben und dann wieder neu zusammensetzen. Ich schreibe mal einfach Danke. Oh, nee. Oh, ups. Da sind mir 2 Säcke Geld auf den Boden gefallen. Ich wollte einfach gehen, nachdem ich die hinwerfe, aber nein, dann kommt irgendwer auf die Insel. Aber hey, jetzt mein Geld gespeichert auch, auf jeden Fall. Das ist ja gut. Ah, und das ist Nero. Der hat mir die Insel in Dodo-Code gegeben. Danke, Nero. Da ist Nero. Alter, nice Friese. Ja, hat mir sogar Hallo geschrieben. Moin. Will der meinen Zylinder haben? Bestimmt will der meinen Zylinder haben. Drop den mal. Da, bitteschön, muss ich mir einen neuen Mini-Seidenhut kaufen. Es ist Pflicht, den Zylinder weiterzugeben. Aber ich mag die Schüchternheit-Emotion. Ja, du nimmst den, ist mir egal. Ich gehe jetzt. Können wir kurz unser Meilending abholen währenddessen. Rübenguru! 10 Millionen Sternis! 3000, nicht mal 5000 Meilen, okay. Aber wir haben 42.000 jetzt, cool. Hat er was geschrieben? Weiß es nicht, er denkt nur. Eine Mittwoch, so einen guten Preis. Erstmal einfach nur Schock machen, zum Verwirren. Ja. Uwu, danke. Uwu, bitte. Ich gehe jetzt Uwu nach Hause. Oh, Money will ausziehen. Wollen wir Money ausziehen lassen? Will Money ausziehen. Mit Money konnte ich irgendwie nie was anfangen, aber er ist eine lila Maus. Ich mache eine Twitter-Umfrage. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich lasse jetzt 15 Minuten Umfrage
Lass dich mal laufen auf Twitter. Wir sehen uns gleich. Okay, Manni, es tut mir leid. Die Welt hat gesprochen. Ja, Manni. 59,6% der Leute waren dafür, dass du gehst. Viele waren dafür, weil du die Standardmöbel hast. Und 2176 Leute haben über dein Schicksal abgestimmt. Wie fühlt sich das an? So fühlt sich das also an. Okay. Und ein neues Fitnessstudio könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Haha, ich hätte fast Lust, sofort aufzubrechen. Dann mach's gut. Sehr schön, das nenne ich großes Verständnis für einen Putzmuffel-Kumpel. Dann ist die Sache geritzt. Aus mir wird ein ganz neuer Manni. Boah, ey. Boah, ey. Oh, er hat das immer so schön gesagt und jetzt geht er. Oh, cool. Sieht Manni aus. Dann haben wir Platz für neue Bewohner. Das ist Action. Das ist Content. Ich bin immer gespannt, wen wir finden. Wir werden dann so ein paar Inseln abchecken und so und gucken, wen wir finden. Aber ja, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder. Hui.